I mean this with love when I say it. I wanna answer the phone when you call me. The problem is it's 10 a.m. and you're already drinking. You're probably already wasted. What's the point of having conversation with somebody that won't remember we had conversation? Yeah, we always talk about the same things, we just say them different. Try to fix it. Crazy, isn't it? You say mama's always problem. Play the videos of us as kids, I get it. I think that both of us live in the past, so we take for granted the present. Maybe next time I'm in Michigan, I'll come and visit. We ain't got a lot in common, but both of us miss her. We can sit inside your smoke for living room and tear up together, that's real. I might do some things you don't like. We all make mistakes, that's just life. They might say I change, that's alright. That's alright, that's alright. That's just my life, my life. My life, my life. That's just my life, my life. My life, my life. That's just my life, my life. My life, my life. That's just my life, my life. My life, my life. My life, my life. You know my patience is very thin. Wish I was there again. I'm not embarrassed to say that we've always had issues. I'm embarrassed to say that we never took care. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ja, das letzte Video im Jahr 2019. Wir haben gerade den 31. Dezember, der letzte Tag im Jahr, somit auch das letzte Video im Jahr. Was ein Wunder. Und nein, ich will euch hier auch gar nicht irgendwie vorlabern, sondern ich will einfach nur noch schnell ein paar Worte loswerden, bevor ich hier komplett einfriere. Ich wollte mich einfach einmal bei euch allen bedanken, für den unfassbar kranken Support, den ich 2019 genießen durfte. Ich wollte mich bedanken für jeden, der meine Videos schaut, meine Videos kommentiert, meine Videos liked, mich auf irgendwelchen Social Media Plattformen verfolgt. Einfach für jeden, von dem ich den Support dieses Jahr genießen durfte. Zudem haben wir gerade heute die 9000 Abos auf YouTube geknackt, wenn man es erkennen kann. Wir haben heute die 9000 geknackt. Mein Ziel war es die ganze Zeit, irgendwann mal die 10.000 zu knacken. Und ich denke mal, das werden wir im Januar oder im Februar spätestens machen. Ich bin auf jeden Fall todeshyped. Vertraut mir, macht euch gefasst auf 2020. 2020 werden euch unfassbar kranke Videos erwarten, unfassbar cooler Content und zudem auch unabhängig von YouTube ein paar sehr coole Projekte. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Start und wartet ab, was euch 2020 alles so erwartet. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Jedoch, wie vielleicht viele von euch schon wissen, sitze ich gerade an meinem Abitur bzw. werde mein Abitur Anfang nächsten Jahres machen. Ich schreibe meine Vorabi-Klausuren im Februar, meine ich, und meine Abi-Klausuren im April, Mai, irgendwie so um den Dreh. Das heißt, in diesem Zeitraum werden jetzt nicht so unfassbar viele Videos kommen, aber ich hoffe bzw. denke, dass das verständlich ist, weil ja, das ist mir schon ziemlich wichtig und ich setze da schon meine Priorität, weil ja, mir das einfach sehr wichtig ist. Was ich auf jeden Fall dieses Jahr gemerkt habe, ist, dass mir YouTube unfassbar viel Spaß macht. Also mir macht es einfach so Spaß, vor der Kamera zu sitzen, mit euch zu labern, irgendwie euch meine Meinung mitzuteilen. Keine Ahnung, es bockt sich einfach so hart. Ich mache das unfassbar gerne und aus diesem Grund werde ich auch 2020 komplett durchhasseln, euch die krankesten Videos liefern. Viele von euch haben es auch schon gemerkt, beziehungsweise viele schreiben es mir auch oft. Ich versuche mich von Video zu steigern, sei es der Content, sei es die Qualität, sei es, keine Ahnung, was das, was ich in dem Video laber, einfach mich zu steigern. Ihr könnt ja mal meine ersten Videos gucken, ihr könnt ja mal das Video gucken. Ich denke mal, das ist schon eine Steigerung zu merken und das wird auch 2020 sein. Ich werde mich weiter bis zum geht nicht mehr steigern, beziehungsweise werde es versuchen, aber ich denke mal, ich schaffe das. Und deswegen sage ich mal auf 2020, euch werden kranke Sachen erwarten und kranker Content. Und das wäre doch eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Wie gesagt, danke nochmal an jeden, der mich supportet und mich weiterhin supportet. Und dann würde ich sagen, wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr das Video heute guckt. Falls ihr das Video morgen guckt, hoffe ich, dass ihr gut reingerutscht seid. Sonst wäre es eigentlich auch gewesen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt irgendwas in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video im Jahr 2020. Haut rein!